So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe gedacht, ich muss dieses Video nicht machen, aber ihr wisst Bescheid: das Snap Event, das New Snap Event ist gestartet, man kann die Farbigel bekommen und das Geschrei in den Gruppen ist groß, denn viele sind überfordert, hä? Hey, wie kriege ich denn shiny Farbigel? Hä? Wo muss ich denn ein Bild machen? Hä? Wieso zählt das denn nicht für die Aufgabe? Hä? Also so viel Hä auf einem Haufen habe ich noch nicht gesehen. Deswegen möchte ich kurz euch was erklären. Es gibt hier in der Aufgabe bei der begrenzten Forschung steht, mache zum Beispiel im ersten Kapitel, mache drei Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Das ist jetzt nicht mein Main Account. Ich war eben draußen und habe das in einer halben Stunde fix die Forschung erledigt. Ist keine große Sache eigentlich. Weil ich schon fertig habe, zeige ich euch das hier an dem kleinen Account. Mache drei Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Jetzt gibt's diese Experten, die gehen raus, machen draußen ein Bild von einem Pokémon, was sie in ihrem Beutel haben und wundern sich, wieso das nicht für die Aufgabe dazu zählt. Äh, Pokémon erkennt nicht, ob ihr drin oder draußen seid oder sonst was. In dem Sinne, es bezieht sich nicht auf euren Standort, wo ihr seid. Es geht um eure Pokémon. Pokémon, die hier in eurem Beutel sind, die sind nicht frei. Die habt ihr ja gefangen und weil die gefangen sind, zählen die zwar, wenn ihr hier ein Bild macht für für die Farbigelsuche. Also wenn ihr hier einen Schnappschuss macht, könnt ihr eine Farbigel-Fotobombe bekommen, um Schein die Farbigel zu bekommen. Aber es zählt nicht für die Schnappschüsse im Freien, ja, denn Fürs Freie müsst ihr Pokémon im Freien fotografieren. Der Rest sollte eigentlich klar sein, aber gerade an dieser Aufgabe scheitern viele und sagen, das zählt nicht dazu. Ich habe schon jetzt 1000 Pokémon fotografiert. Es zählt nicht dazu. Sprich, wenn ihr hier ein wildes Pokémon antippt, das habt ihr nicht gefangen. Das ist nicht in eurem Beutel. Wenn ihr hier auf die Kamera geht, könnt ihr dieses wilde Pokémon fotografieren. Ihr müsst hier das nochmal bestätigen, da geht ein Bild weg. Das zählt dann für die Aufgabe dazu. Das ist ein Pokémon im Freien fotografieren. Ihr seht, hier ist jetzt auch ein Punkt da, beziehungsweise wenn ich das abschließen will, ich nehme mir irgendein wildes Pokémon. Ich muss das nicht mal fangen. Ich gehe auf die Kamera, ich mache hier ein Bild, ich bestätige das. Ich kann auch noch ein Bild machen, das bestätigen. Ihr könnt sogar dasselbe Pokémon nehmen. Und ihr macht einfach. Drei Bilder, ihr habt es immer noch nicht gefangen, aber habt das fertig für diese Aufgabe. So bekommt ihr aber keinen Shiny Farbigel. So könnt ihr aber diese Aufgabe lösen. Für Shiny Farbigel hingegen müsst ihr in euren Beutel, und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert, ihr müsst ein Pokémon aus eurem Beutel nehmen. Ihr macht, ihr geht auf das Kamerasymbol, ihr macht ein Bild von einem Pokémon in eurem Beutel und dann seht ihr schon, aha. Da ist was aufs Foto gehüpft. Das ist ein Farbigel. Komischerweise sieht man es hier nicht, weil es dumm ist. Und dann könnt ihr das antippen. Und dann seht ihr, ist es ein Shiny, ist es kein Shiny. Ihr seht das nicht auf dem Foto. Ihr seht das nicht auf der Weltkarte. Ihr müsst das fangen. Und dann würde ich euch wirklich den Tipp geben: Fangt das Farbigel, was da ist, und macht direkt davon wieder ein Foto. Das geht auf jeden Fall am schnellsten, das ist irgendwie am sinnvollsten, meiner Meinung nach, weil andere gehen auf ein Pokémon, machen ein Bild, machen noch ein Bild, machen noch ein Bild, machen noch ein Bild und sagen, es geht bei ihnen nicht, da kommen keine Farbigel mehr. Wenn ihr das so drauf habt, ihr braucht gar kein anderes Pokémon wählen, ihr geht wieder auf die Kamera. Und macht wieder ein Bild und es erscheint wieder ein Farbigel. Und ihr könnt das nächste, das spawn wird nämlich ersetzt, könnt auf das nächste draufdrücken und seht, aha, es ist wieder kein Shiny. Aber ist ja kein Problem. Ihr könnt ja, habt ja 15 Versuche pro Tag, pro Account. Ihr habt vier Tage Zeit. Das sind also 60 Versuche pro Account, die ihr machen könnt. Viele haben jetzt schon eins bekommen. Ich denke mal, die Shiny-Rate ist auch geboostet. Und wenn ihr hier drin seid, drückt auf das Foto. Und macht einfach wieder ein Bild von Farbigel. Wenn es wirklich rein um die Shiny-Suche geht, ist das wohl irgendwie die äh, schnellste und einfachste Methode. Wir haben jetzt wieder keins bekommen, weil wenn ich sehe, wie umständlich sich das andere Leute machen, die gehen in ihr. Die gehen in die Box, die suchen sich ein Pokémon raus und die drücken einfach 15 Mal auf Foto machen und sagen dann. Hä? Wieso kommen keine Farbigel mehr bei mir? Es zählt sowieso immer nur das erste Bild. Also, wir werden die fünfmal hier noch fertig machen, glaube ich. Wir drücken also nochmal drauf. Zage, geht zurück. Ihr seht, da taucht gleich wieder das nächste auf. Ihr drückt wieder das nächste an. Ihr seht, es ist shiny, es shiny, ist es nicht shiny. Ihr könnt das fangen. Ihr könntet auch den Schnellfangtrick machen. Raus. Dann müsstet ihr aber separat wieder rein. Müsstet wieder auf das Farbigel drauf. Jetzt hat es das noch nicht mal gefangen. Ihr seht, sicherer ist es, <laughs> wenn ihr einfach wartet, bis es gefangen ist und im... F so, sonst müsstet ihr nämlich so drauf, so drauf, so drauf. Jetzt wirkt das Video schon wieder unprofessionell und komisch, aber ich würde euch raten, macht es so, drückt ein Farbigel an und im... Nach dem Fangen drückt direkt das nächste an, drückt das nächste an, drückt das nächste an. Und wenn irgendwann beim Farbigel kein Farbigel mehr hinterherkommt, dann wisst ihr genau, wie viel ihr habt, beziehungsweise... Könnt ihr auch einfach in euren Beutel gucken. Es passen drei in eine Reihe. Wenn es fünf Reihen untereinander sind, sind das 15 Farbigel. Und wenn da 15 Farbigel nacheinander in eurem Beutel landen, wisst ihr ja, ihr habt alle 15 für den Tag abgeholt. Mehr geht nicht. Beziehungsweise, vielleicht können wir es auch fix fertig machen. Wir probieren es mal. Wir machen mal, wir holen mal schnell alle 15 ab, okay? Versuche ich das jetzt aber mit dem Schnellfangtrick, der nicht funktioniert hat. Okay, Ach, lass mal den Schnellfangtrick weg. Wir fangen es einfach jetzt so. probieren das einfach. Wir nehmen auch extra jetzt hier den gelben Ball. Bam. Wäre natürlich wieder ein Videotitel wie für BisaFanTV Fan TV gemacht. So bekommt ihr Farbigel. Äh, so bekommt ihr Scheinfarbigel. Schnell und einfach. Es ist ja schnell und einfach. Ihr könnt 50.000 verschiedene Pokémon suchen. Was nehme ich denn? Wovon mache ich denn mal ein Bild? Das kostet alles Zeit. Das einfachste wäre es also halt wirklich: Farbigel, 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 Farbigel. Und das einfach 15 Mal, bis ihr eins habt oder keins habt. Und dann probiert es eben am nächsten Tag nochmal. Wie gesagt, eigentlich war ich gerade am Schneiden. Von dem Video von meiner Forschung. Ich habe wieder alle vier Kapitel abgefilmt, habe die zusammengefasst dann in eins, aber jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich das heute überhaupt noch raushaue oder ob ich es morgen am Freitag raushaue, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin. Eventuell. Und so hätte ich dann die Forschung für morgen und für heute habt ihr dann das. Da habt ihr ja auch was zu sehen. Sieht doch gut aus. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, so natürlich ein 100% Farbigel zu bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob Farbigel überhaupt fliehen kann. Aber um sicher zu gehen, nehmt halt einfach immer mal, nehmt direkt Hyperball. Spart Zeit, spart Nerven, spart alles. Nehmt Hyperball, werft einfach drauf. Jetzt haben wir hier 8, okay, zack, gehen wieder auf die Kamera. Man muss es jedes Mal wieder bestätigen, das ist so nervig, wir gehen zurück, wir drücken das Nächste an, wir gucken wieder drauf und vielleicht kriegen wir ja sogar noch eins jetzt in diesem Video. Wir machen die jetzt einfach fix fertig, 15 Stück, aber es ist die schnellste und einfachste Methode einfach. Was will man sonst noch sagen? Wir freuen uns natürlich, dass Despo da zurück ist in den Dreier Raids, wird wohl auch jetzt nur die paar Tage da sein. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das heißt, macht despoter rates wenn ihr noch ein gutes braucht, wenn ihr Bonbons braucht, sonst was für, äh, für XL-Bonbons, für irgendwas. Ich bin schon komplett verwirrt, was ich hier überhaupt gerade mache. So, Fabi gefangen, genau, haben doch. Einfach fabelhaft, wunderbar. Also die 10 mache ich auf jeden Fall noch voll. Wenn ich die 10 habe, dann kann ich auch die 15 noch voll machen. Das triggert mich gerade. Die Leute sind dann aber wieder abgeschreckt. Jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Die Leute sind natürlich dann wieder abgeschreckt, wenn sie sehen, was, das Video geht 15 Minuten oder so. Oh, das ist voll lang. Da steht schnell und einfach. Wieso kann das nicht einfach ein 3 Minuten Video sein, dass man das direkt hat? Also denke ich... Die Leute sind dann wieder abgeschreckt wegen der Videolänge, aber dafür haben wir das ganz durchgezogen. Einfach mal auch für die, die es interessiert, ob da jetzt eins dabei war oder nicht. Ich habe auch wieder gesehen, man darf niemandem vertrauen. Denn bogefans.net hat gepostet, dass es äh, bis zu 15 Begegnungen gibt. Und dann kam auch ein Kollege in der Fangruppe und hat gleich gesagt, also bei mir war es 20, ich konnte 20 Fotos machen, habe 20 Begegnungen gehabt. Und dann habe ich dem vertraut, dass das so ist, weil sie nur geschrieben haben. So wie es aussieht, kann man bis zu 15 haben. Dann dachte ich, vielleicht war das noch nicht das Maximum. Sie haben erst mal 15 gehabt. Vielleicht geht trotzdem noch mehr. Und dann habe ich diese Aussage von dem Kollegen genommen. Hat natürlich dann bei einem anderen auch gemeint: "Kollege meint, der hat 20 Stück bekommen. Wahrscheinlich geht noch mehr." Aber alles, was heute passiert ist: 15, 15, 15, 15, 15. Also, Grüße gehen nicht raus an den Kollegen, der einfach 20 gesagt hat und vielleicht gar keine 20 bekommen hat oder sonst was gemacht hat. Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall gibt es keine 20. So, wie viel habe ich denn jetzt noch? Ich glaube, drei. Also, nachdem vielleicht noch zwei, dann müssten trotzdem die 15 voll sein. Ich hasse es nämlich immer, wenn irgendwelche Halbweisheiten verbreitet werden. Oder wenn man absichtlich irgendwie Leute an der Nase herumführt, Triggert, sonst wie. Weil es gibt so viele Leute, die keine Ahnung haben von nix. Und es ist schon schlimm genug, wenn man versuchen will, denen was zu erklären. Und die dann sagen, aber der hat das so gesagt. Und ich denke, hört doch nicht auf den. Ihr seht gar nicht, manche Leute meinen es ist nicht gut mit euch. Manche Leute kommen, die wollen einfach, dass ihr dumm sterbt und deswegen. Hört doch lieber auf jemanden, der es gut mit euch meint und der wirklich euch versucht zu helfen und euer Problem zu lösen, anstatt auf jemanden, wo eigentlich klar ersichtlich ist, dass derjenige nichts Gutes im Schilde führt. So, das müsste jetzt aber das 15. sein. Ich habe nicht mitgezählt, war auch die Frage, woher weiß ich denn, wie viel ich schon gemacht habe, ne? Weiß ich doch gar nicht. Und mh, ist eigentlich auch ganz simpel, wenn ihr diese Methode nehmt und wirklich nur die Farbigel hintereinander fotografiert, dann geht ihr in den Beutel und dann habt ihr, wie, wie schon eben gesehen, immer diese Dreierreihen nebeneinander und fünf untereinander, dreimal fünf sind 15. So viel sollte man vielleicht noch hinbekommen. Pokémon Go ist eigentlich ja eh erst ab 14. Also denke ich mir, mit 14 solltet ihr 3x5 und überhaupt, warum äh, diss ich die ganze Zeit die Zuschauer? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen. Äh, hab noch nichts gegessen. Genau. Hab noch keine Zuschauer gegessen und deswegen. So. 15 steht da. 3, 6, 9, 12, 15. Es müssten. Jetzt also alles sein, wenn ich jetzt ein Foto mache, dürfte keins mehr auftauchen. Ich mache ein Foto. Hier ist nichts drauf zu sehen. Hier erscheint auch nichts mehr. Und wie gesagt, es gab halt die Experten. Die sind hier hin und haben dann gemacht, okay, ich kann 15 Stücke halten. Eins, zwei, drei, vier, 5, sechs, sieben, macht 9, 10 Hälfte. Bei mir kommt gar keins mehr. Bei mir gehen die Fotos nicht. Die Fotos sind kaputt. Egal. So. Haben wir das geklärt? Habt ihr untereinander hier 15 Stück? Sonst was? So könnt ihr das suchen. Jetzt war nichts dabei. Nächster Tag, ne? Könnt ihr noch nochmal probieren. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.